es gibt mehrere nebeneinander existierende Universen. Also jeder hat sozusagen seine eigene Welt, wenn man so möchte. Das war unser Ausgangsthema und das gilt für mich in zweierlei Hinsicht. Erstens, und das ist der erste Teil meines Kurzvortrages, wir sind zahlenmäßig wenige, aber wir haben ein unglaublich breites Spektrum. Ja? Versuche ich zu analysieren, darzustellen, Gemeinsamkeiten zu erläutern. Und die andere Sache ist, und dann kommen wir auch schon zur Strategie, ich sehe eben die durch die Bank vertretene Strategie der bunten Regierung. Es soll so etwas wie der neue Mensch, der ökologisch-sozialen Transformation, ähnlich gestaltet sein wie der neue Mensch im Sozialismus, wie auch immer. Es gibt nur noch eine Einheitsmeinung. Dieser Konformismus ist schlimmer geworden wie je zuvor. Thilo Sarrazin hat das wunderbar mit linken Tugendterror beschrieben. Man kann es vielerlei bezeichnen. Fakt ist nur, wir werden eingenordet. Und es ist richtig, dass wir formell ein freiheitlicher Staat sind. Nur die Methoden sind feiner geworden. Aber im Ergebnis ist die Intention genauso niederträchtig. Ich will ein Beispiel geben. Wenn man früher was Falsches gesagt hat, in einer Monarchie, in einem totalitären Staat, da wusste man, irgendwann wird man abgeholt und die Handschellen klicken. Entschuldigung. Heutzutage geht man nicht so vor, dass formell extreme Gewalt angewendet wird, aber im Ergebnis ist die Intention, die Niederdacht, die Absicht genauso, indem ich dann jemanden wie beispielsweise mich in die Öffentlichkeit zerre und ihn mit einem Bild versehe und letzten Endes nicht nur billig in den Kauf nimmt, sogar darauf hinarbeitet, eine Existenz zu vernichten. Man wird medial wie am Nasenring in die Arena geführt und hingerichtet. Zumindest als soziale Existenz, als sozialer Mensch. Und auch hier müssen wir sagen, und das ist Teil der späteren Strategie, die ich erläutern werde, wir müssen darauf hinwirken, dass diese immer weiter vorandringende Einheitsmeinung zurückgedrängt wird. Gestern im Vorgespräch, Sascha Wagner hat mich da auf eine Idee gebracht. Es ist ein riesiges Problem, dieses Schweigen, dieses sich nicht mehr wehren. Man wird hier wie ein Maultier in irgendwelchen öffentlichen Personennahverkehreinrichtungen durch die Landschaft transportiert. Man lässt sich alles gefallen, jüngster Wahnsinn. Unser Energieführer Robert Habeck ordnet Energiesparmaßnahmen an. Wo sind die vielen Leute, die sagen, hat dieser Mann psychoaktive Substanzen eingenommen? Überhaupt die Tendenz, und das ist unser Nachmittagsthema, dass ein Staat immer übergriffiger wird und glaubt, er muss überall irgendetwas regeln, weil er angeblich alles besser weiß. Das ist etwas, wo wir entgegentreten müssen, deswegen unser Pluriversum als Angebot, als strategisches, Leuten zu sagen, die mit der bunten Republik nichts mehr anfangen können, wir haben eine andere Sicht der Dinge, du darfst bei uns individuell frei sein und wir fordern für uns selbst natürlich die kollektive Freiheit. Denn die Freiheit der Nation würde in unserer heutigen Lage dazu führen, dass wir nicht in diese hirnrissigen Russland-Sanktionen eingetreten wären. Ganz klare Positionierung. So, kommen wir also zur Gliederung meines Vortrages. Ausgangslage habe ich mehr oder minder beschrieben. Euch allen klar, wir leben im Zeitalter der Konversion von Krisen. Spätestens seit der Jahrtausendwende eine ökonomische Krise jagt die andere. Dotcom-Krise 2000, dann, wir wissen alle, Lehman 2008, Weltfinanzkrise. Seither liegt der Euro auf der Intensivstation. Wir merken auf dem ökologischen Sektor, es wird eng. Klimaerwärmung, zumindest gibt es immer mehr Naturkatastrophen. Wir haben vielleicht schon verdrängt 2015 die Flüchtlingsinvasion, also der Druck afroasiatischer Massen von ihrem Kontinent nach Europa. Und jetzt schließlich und endlich mit diesem Konnex zum Ukraine-Konflikt eine energiepolitische Krise nie gekannten Ausmaßes. Und das erkennen die Leute
und suchen vielleicht irgendwann nach Fragen. Wir, und damit bin ich auch schon beim Begriff, der Begriff Nationalismus gefällt mir nicht. Vielleicht etwas hochtrabend, ich bin ein Vertreter der nationalen Idee. Und jetzt werde ich im Folgenden mit euch zusammen, und das sage ich gleich vorweg, die Problematik erläutern, idealtypisch, wie hat sich diese nationale Idee in Deutschland denn entwickelt. Ich nehme das 19. Jahrhundert und sehe einen einzigen Punkt. Das ist der 18. Januar 1871. Vor dieser Phase habe ich idealtypisch eine Ausprägung, die ich freiheitlich-nationale Idee nenne, für wirksam erachtet, die nämlich darauf bezogen war, historisch betrachtet, Befreiung vom napoleonischen Joch und zum anderen das Einklagen bürgerlicher Freiheiten im Sinne der Aufklärung. Und ab dieser Reichsgründung am 18. Januar 1871 hat dann so etwas wie eine konservative, eine institutionelle Phase begonnen. Und deswegen nenne ich diese zweite Phase die Ausprägung der konservativ-nationalen Idee. Und mit dem 9. November 1918 sind diese geschaffenen Institutionen völlig zusammengebrochen, weswegen einige Denker der Auffassung waren, damit dieses völlig am Boden liegende Reich wieder aufgebaut werden kann, bedarf es nicht der Flickschusterei, sondern einer ganzheitlichen Idee, die alle Lebensbereiche erfasst und ein quasi normatives Wertesystem, historisch betrachtet sogar ein normatives Wertesystem vorgeht, weswegen ich diese dritte Ausprägung als ganzheitlich nationale Idee bezeichne. Warum tue ich das? Noch einmal didaktisch zugespitzt und idealtypisch habe ich die Ausprägung gewählt. Historisch betrachtet springt mir jeder geschichtsbeflissene Zeitgenosse wahrscheinlich mit dem nackten Allerwertesten ins Gesicht. Aber darum geht mir es gar nicht, sondern ich will die Vielschichtigkeit aufzeigen, unser Pluriversum der nationalen Idee. Ich will Gemeinsamkeiten aufzeigen, was uns eint gegen die anderen und natürlich auf die Notwendigkeit hinweisen, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Wir kommen also zur ersten Ausprägung. Am Anfang stand idealtypisch diese freiheitlich-nationale Idee im Mittelpunkt, hohe Verknüpfung mit der Idee des Liberalismus und natürlich innenpolitisch Befreiung vom napoleonischen Joch. Heute, und das ist das Interessante und deswegen auch das Wichtige, hat natürlich jede historische Ausprägung eine zeitgenössische Entsprechung. Da kommen wir dann zur berühmten Matrix der nationalen Idee, auf die das Publikum des heutigen Tages schon dringend gewartet hat. Heute liegt natürlich bei Vertretern dieser freiheitlich-nationalen Idee, man könnte sie auch als Libertäre bezeichnen, auf wirtschaftlichem und technischem Fortschritt, auf individueller Freiheit und der Fokus liegt hier ganz eindeutig bei der Nation als Gliederung des Gemeinwesens in gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Hinsicht mit einer starken Fokussierung auf die Volkswirtschaft. Wir haben dann mit der Erringung der Staatwerdung der Nation am 18. Januar 1871 so eine Phase, die man häufig als Reichsnationalismus bezeichnet. Der Fokus lag nun auf den Institutionen, auf der nationalen Souveränität und auf der außenpolitischen Positionierung. Man erinnert sich, um diese Zeit waren ja alle europäischen Nationen auf kolonialem Expansionismus, auf gut Deutsch. Man hat gesehen, dass man ein möglichst großes Stückchen dieser Erde für die eigene Nation mit Kolonien für sich vereinnahmen kann. Deutschland als verspätete Nation hat sich hier sehr schwer getan und wollte natürlich teilhaben an diesem spätkolonialen, territorialen Expansionismus. Und der weitere Fokus lag auf den geschaffenen Institutionen. Das Kaiserreich, der Beamtenstaat, das Reichswesen. Und diese geschaffenen Institutionen hat man durchaus relativ bärbeißerisch verteidigt. Man erinnere sich an die Sozialistengesetze von Bismarck und auch die antiklerikale Stoßrichtung, weil man den Klerus und den Einfluss der Kirche als störend ansah. Auch in diesem Zweiten Reich. Und den
Institutionen und Repräsentanten aus dem Kaiserreich wurde vollauf gehuldigt. Es war eine regelrechte Manie, wie später dann bei einem zumindest zeitweise erfolgreichen politischen Führer von 1933 bis 1945. Nach der Zertrümmerung dieser Institutionen und damit all dessen, was diese konservativ-nationale Idee beinhaltet, gab es dann auch in Deutschland eine spezifische Form des nationalen Sozialismus, hinzuweisen hier auf das Buch von Karl-Heinz Weismann. Und was interessant ist, aber diese Auffassung teile ich nicht, es gibt nun Vertreter aus unseren Reihen, die sagen, wir befinden uns heute in einer ähnlichen katastrophalen Situation wie nach dem 9. November 1918. Und auch deswegen müsste diese ganzheitlich nationale Idee reaktiviert werden. Was steckt dahinter? Nicht nur innenpolitische Fokussierung auf bürgerliche Freiheitsrechte und nicht nur außenpolitische Fokussierung und Fokussierung auf die nationale Identität, sondern man sagt, alles liegt am Boden. Ich brauche eine ganzheitliche Idee für das gesamte Leben eines Volkes und das mache ich mit einem starken Staat, wird heute Nachmittag unser Thema sein. Und dieser starke Staat hat immer bei jeder Form des Sozialismus, so auch beim nationalen Sozialismus, ein quasi normatives Wertesystem oder sogar ein normatives Wertesystem. Das heißt, Werte werden vorgegeben, ohne dass das Individuum darüber bestimmen kann. Und wenn ich diesen Werten nicht entspreche und im Alltag nicht danach handle, werden Zuwiderhandlungen unter Umständen extrem sanktioniert. Zeitgenössische Entsprechung dieser Idee wäre natürlich das Sozialkreditsystem in China. Und das Interessante, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, der Werdegang dieser nationalen Idee im Zuge des deutschen Geistes im 19. Jahrhundert. Wir sind von der Emanzipation des Individuums rot markiert, zur Institution gelangt und dann mit der ganzheitlichen Idee bei der Vision angekommen. Und all diese historischen Ausprägungen haben natürlich ihre zeitgenössische Entsprechung. Und jetzt, Christian, jetzt bist du dran. Jetzt kommt sie, die abendfüllende Dangle'sche Matrix der nationalen Idee. Jetzt hoffe ich, dass sie jeder sehen kann. Es ist viel einfacher. Also, wir haben die Ausprägungen vertikal. Das war hellblau, die freiheitlich nationale Idee, hier drüben, Wendlin. Ja. Dann haben wir die konservative nationale Idee, das habe ich mal in schwarz genommen. Ja. Früher war die Partei CDU ja noch schwarz. Wissen vielleicht die Jüngeren unter euch gar nicht mehr, bevor dann in so eine Schwuchtel kam und sagte, muss jetzt orange werden, ne? Weil das dann besser aussieht. Keine Ahnung, also völlig egal. Und ja, weil der Hintergrund, der schon braun ist, hat dann für ganzheitlich nationale Idee eben dunkelblau herhalten müssen. Ja? So. Wir werden Folgendes machen. Alle, die hier auf das Podium treten, müssen sich wie ich in dieser Matrix nun einordnen. Ja? Beginn mal. Also wir haben Fokus und Selbstverständnis liegt relativ nah aneinander. Ja? Da ich Ökonom bin, ist es relativ klar, dass ich dann im hellblauen Sektor mich ansiedle. Ja? Mit einem gewissen Hang vielleicht zur Souveränität. Individuelle Freiheit und wirtschaftliche Freiheit. Naja gut, ich meine, hab so praktisch schon gesagt. Da ich mittlerweile sehe, dass die Einkommens- und Vermögensunterschiede immer größer werden, ne, kratze ich ein bisschen ja, an schwarz, bin aber ganz tief hellblau natürlich. Ne. Übrigens trinke ich gar nichts. Kollektive Freiheit, individuelle Freiheit, bin ich ganz klar mittellagig angesiedelt. Also mittel- und prägend. Solidaritätsgedanke war ich bis vor kurzem auf gering genordet. Aber da auch ich für mich die politische Anschlussfähigkeit herstellen muss, habe ich mich jetzt zumindest zu einem Mittel entschieden. Und schließlich Transzendenz, auch relativ einfach, Agnostiker, also wir wissen nicht, was ist. Das ist das Einzige, was sicher ist. Und Wertesystem, ja, ich bin eben, ob ich will oder nicht, kein Progressiver, also bin ich eben ein konservativer Knochen, also auch schwarz. Muss jeder heute nachher für sich selbst entscheiden. Alle später nach mir Sprechenden haben eigentlich Zeit. So,
Und jetzt habe ich aufgezeigt, wie ausfransend dieser Wahnsinn eigentlich ist. Ja? Kleine Zahl von Leuten, aber riesiges Spektrum. Und jetzt habe ich versucht, so etwas wie einen nationalen Minimalkonsens zu erarbeiten. Die Ablehnung der kulturellen Globalisierung und damit die Ablehnung des Universalismus und der einen Welt, also Anti-Globalisierung, scheint mal der erste Teil des nationalen Minimalkonsenses zu sein. Dann die Ablehnung der liberalistischen Weltauffassung, somit also wider den Gleichheitswahn. Wir sind der Überzeugung, alle Menschen sind von Natur aus ungleich und das ist gut so. Anti-Egalitarismus. Und schließlich die dritte Komponente, die Ablehnung und Überbetonung des Individualismus, also die Betonung der Verwurzelung von Gemeinschaften, von historisch gewachsenen Gemeinschaften. Und wir setzen dann die Nation als Idee den entwurzelten Individuen gegenüber. Deswegen Anti-Hyper-Individualismus. Jetzt sind wir eigentlich in diesem Minimalkonsens vereint durch lauter Antis. Und jetzt gilt es sozusagen ein gemeinsames Wertekonzept zu erstellen und vor allen Dingen das bisherige Lagerdenken zu überwinden, weil wir sehen, all diejenigen, die eben das, was wir ablehnen, vertreten, sind absolut übermächtig. Und das, was uns trennt, ist da, zum Teil auch deutlich, aber weit weniger deutlich als das, was wir gemeinsam ablehnen. Jetzt kommen wir zur Intention. Die Konversion von Krisen habe ich hier bereits schon beschrieben. Damit hat die deutsche Rechte ihre letzte Chance. Wohlgemerkt die deutsche Rechte. Also rechtes Gedankengut hat immer eine Chance. Nur, also für uns Deutsche, allenfalls eine Generation, dann sind wir nur noch die multikulturell zersiedelte Sektion in Mitteleuropa, die vormals Deutschland hieß. So. Und was ist besonders wichtig? Ich bemühe mich ja auch schon etwas akkurater zu sprechen, den Fäkaljargon etwas zu minimieren. Es gilt, die Anschlussfähigkeit herzustellen, denn die ist nämlich Conditio sine qua non, unabdingbare Voraussetzung, ja, um überhaupt einen Erfolg zu haben. Wenn wir die Schlachten von vorgestern schlagen und immer wieder uns auf Dinge fokussieren, die die Leute nicht berühren, dann können wir aufhören. Und genau hier mein Ansatz, Bundland, also ich nenne BUREP, sagt der Gunther, einige nennen sie BRD, für mich ist die Bundesrepublik Deutschland, vielleicht sogar nach mancherlei Auffassung die gute alte Bundesrepublik Deutschland, degeneriert zu Bundland. Und dieses Bundland wird immer wahnsinniger in seinem Regulierungswahn. Es gibt hier die Lex Parkinson. Das war ein britischer Militär im Zweiten Weltkrieg, der feststellte, als er beobachtete, wieso hat die Verwaltung eigentlich immer mehr Ressourcen? Die Verwaltung hat generell eine Tendenz, ihren Aufgabenbereich immer weiter auszuweiten und das, was sie bereits macht, noch zu überprüfen über mehrere Instanzen. Sodass es also immer nur eine Entwicklung der Administration gibt. Das ist auch in großen Unternehmen festzustellen, man nennt es Wasserkopfbildung. Die Administration bläht sich immer weiter auf. Und wenn ich jetzt natürlich als Energieführer Robert Habeck allen Ernstes vorschreibe, ihr dürft eure eigenen Behausungen nur bis 19 Grad beheizen, dann würde sie einen gigantischen administrativen und Überwachungsaufwand bedürfen. Aber nicht nur das. Ich denke, gibt es einige Eigenheimbesitzer. In wenigen Bereichen ist es so, dass die Erosion der Eigentumsrechte, und da sind wir uns zumindest hier ja einig, dass das Eigentumsrecht mit das wichtigste Recht überhaupt ist, weil ich damit das Recht ableite, mit der Sache, die mir zuzuordnen ist, zu tun und zu lassen können, was ich will, beziehungsweise andere von der Nutzung völlig auszuschließen. Und diese Eigentumsrechte werden im Immobiliensektor erodiert seit Jahren. Also es geht ja nicht mehr nur darum, die Statik zu gewährleisten, zum eigenen Schutz und nein, zum Schutz von Besuchern. Nicht nur darum, dass Gas, Wasser, Sanitär alles Sicherheitskonzepten der Neuzeit entspricht, sondern es gibt mittlerweile Verordnungen gewisser Städte. Unser redliches Beispiel ist Frankfurt. Wenn ihr dort eine Garage neu baut, muss diese Garage begrünt sein.
Wenn ihr eine gewisse Rasenfläche größer habt, dann muss auf dieser Rasenfläche ein Baum der und der Größe stehen. Und so glaubt ein immer übergriffiger werdender Staat allen Ernstes, uns Bürgern vorschreiben zu können, was wir zu tun und zu lassen haben. Und wir kennen alle noch Corona-Jahr 1 2020. Was hier ablief, war natürlich absoluter Wahnsinn. Und jetzt ist eine Möglichkeit, diese Anschlussfähigkeit zu finden, wenn wir hier den neuen Menschen der ökologisch-sozialen Transformation sehen, also mit Gender-Toilette, mit drittem Geschlecht, mit gendergerechter Sprache, was ist das übrigens? Das sind Vollidioten, die schon keinen normalen Satz mit richtigen Interpunktionszeichen versehen können und dann diese Interpunktionszeichen gendergerecht ins Wort hineinsetzen. Wir müssen also einen gesunden Menschenverstand statt dieses seltsamen, durchgeknallten und offensichtlich neomarxistischen Weltbildes in die Arena bringen für unsere Ziele. Und jetzt wird's interessant. Wer hat das Buch gelesen? Psychologie der Massen. Also ist eigentlich ein epochales Werk. Wird erläutern, was der Inhalt ist. Und das ist natürlich jetzt auch eine Grundvoraussetzung. Ich habe angedeutet, diese Gleichgültigkeit. Die Leute sind gar nicht mehr an der Wahrnehmung von Freiheitsrechten interessiert. Wenn es den Leuten aber furchtbar schlecht geht, dann sind sie irgendwann so, wie dies das alter Ego des Hauptdarstellers in diesem Film Fight Club 1999 sagte. Viele werden nach meiner festen Überzeugung irgendwann in dieser Situation sein, dass sie von sich selber sagen können, erst wenn wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit, alles zu tun. Und jetzt kommt Gustave Le Bon. Er war Soziologe, durch Beobachtungen einen interessanten Ansatzpunkt gefunden. Er sagt, wenn es durch welche Gründe auch immer, bei einer Demonstration oder bei einem Nachbarschaftsstreit, völlig egal, wenn es hier dazu kommt, dass eine Masse entsteht, mit ungefähr gleichgerichteten Interessen, dann ist in dieser Masse das Individuum enthemmter, teilweise irrationaler. Und wenn es gelingt, sich an die Spitze dieser Masse zu setzen, ist man in der Lage, dieser Masse den eigenen Willen aufzupropfen. Weil es kommt in dieser Masse, wenn sie wirklich entsteht, zu einer entindividualisierten Massenseele. Das bedeutet, bin ich in der Lage, mich an die Spitze zu setzen und die entsprechenden Stichworte zu geben, werden sie insbesondere, wenn sie emotionalisiert sind, meinem Pfad, den ich einschlage, folgen. Um es deutlicher zu machen, in dieser Konversion von Krisen, die ich für wahrscheinlich halte, die sie sogar apokalyptisch zuspitzen könnte, können geschickte politische Strategen die Massen aufwiegeln, ist übrigens falsch formuliert, sondern emotionalisieren, sie emotional aufheben. Und dann, wenn sie die Anschlussfähigkeit erreicht haben, sie für sich gewinnen, und zwar deswegen, weil nun dieses untergehende System von den enttäuschten Massen dafür verantwortlich gemacht wird, dass es ihnen nun so schlecht geht. Und dann ist es relativ naheliegend zu sagen, dass sich dann diese enttäuschten Massen von diesem System der Kraft zuwenden, die bisher von dem untergehenden System am härtesten und nachhaltigsten bekämpft wurde. Das ist die Theorie des massenpsychologischen Umkehrschlusses. Damit kommen wir auch zum Schluss. Positionierung und Anschlussfähigkeit ist auf dem, was ich gesagt habe, relativ klar. Die deutsche Rechte oder die Vertreter der nationalen Idee, wie man möchte. Sie ist die Bewegung der individuellen und kollektiven Freiheit oder sie ist nicht. Die Existenzfrage für uns alle ist, die Anschlussfähigkeit herzustellen. Und der hier nicht an sich selbst arbeitet, diese Anschlussfähigkeit kompromisslos und schonungslos auch an sich selbst zu vollenden, der muss sich hinterfragen, ob er nichts anderes betreibt als nationalsozialistische Onanie.
Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt. Ich danke euch.